Okay, hier hinten ist alles ruhig. Okay, dann legen wir los. Willkommen zu Fantastic! Folge 8! Jungs, ich muss mich entschuldigen für dieses extreme militärische Auftreten heute hier. Aber heute geht es um Star Wars Raritäten. Ich war heute Morgen im Tresorraum, hatte eine dreistündige Leibesvisitation, zudem zwei Darmspiegelungen, eine beim Reingehen, eine beim Rausgehen, um sicherzugehen, dass ich nichts rausschmuggle. Tja, man hat meine Zahnblompen rausgenommen, geguckt, ob da eine Rarität drin ist. In diesem Tresor lagern die seltensten Sachen, wo es überhaupt gibt. Tja, Leute, als erstes bitte ich euch, haltet einen Sicherheitsabstand zu eurem PC ein. Das ist wirklich wichtig, weil das Zeug ist heute so geil, da ersauft ihr im eigenen Mundwasser. Es kann sein, dass ihr auf den Computer sabbert, es gibt einen Kurzschluss, ihr fangt Feuer und rennt als lebende Fackeln durch die Botanik. Und das wollen wir verhindern. Tja, viele von euch haben schon davon gehört, manche haben schon davon geträumt und einige erzählen überall die Geschichte rum, dass sie selber mal eins in der Hand gehabt hätten. Was natürlich Quatsch ist. Die Rede ist von einer ultimativen Rarität aus dem Star Wars Universum. Ja, das Ding ist so geil, das ist... Die Rede ist vom Droids Arving aus dem Jahre 1985. Tja, ich muss das Ding in 4 Stunden zurückbringen. 4 Stunden und 12 Minuten bleiben mir noch. Dann explodiert die kleine Bombe, die wir uns wieder eingepflanzt haben. Tja, die gehen auf Nummer sicher, die Jungs. Also, ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Und wehe, einer von euch wagt es. Nur ansatzweise daran zu denken, das mitgehen zu lassen. Was euch nicht vergönnt, ist es mir auch nicht vergönnt. Also, rüber! Ey, bring das MG mit! Die beiden Panzerfäuste kommen da drüben hin! Im Jahre 1985 gab es 2 Star Wars Fernsehserien im Fernsehen. Einmal Droids und einmal Ewoks. Dazu erschienen jede Menge Figuren. Bei den Droids erschienen zudem noch einige Fahrzeuge, die heute sehr, sehr selten sind. Und bei den Sammlern zur Star Wars Serie eigentlich hinzugehören, da zum Beispiel der Arving bei der Star Wars Serie ursprünglich im Rahmen der Power of the Force Serie geplant war. Hier sehen wir nun die Vorderseite des Arving. Beigepackt war eine sogenannte Planetary Map und hier kann man gleich erkennen, dass es sich eigentlich um eine Star Wars Serie handelt. Schalten wir jetzt mal um zu 2 anderen Raritäten aus der Power of the Force Serie. Sowohl beim Ewok Battle Wagon war eine Planetary Map beigepackt, genauso wie beim Tatooine Skiff. Also man sieht, Power of the Force. Hier sehen wir eines der Bilder auf der Schachtel. Ganz deutlich kann man Star Wars Figuren erkennen. Der Arving-Pilot wurde sowohl in der Power of the Force Serie als auch in der Droid Serie neu aufgelegt. Und nun sehen wir uns mal die anderen Seiten an. Hier das Kopfende. Hier die sehr interessant gestaltete Rückseite. Das andere Kopfende und das Fußende waren mit den anderen Seiten identisch. Hier sehen wir nun das gute Stück, frisch aus der Schachtel entnommen, exklusiv für Fantastic. Hier die Gebrauchsanweisung, selbstverständlich nur auf Englisch, da der Arving in Europa nicht erschien. Hier ist die Vorderseite des Arving, startbereit und fertig für den Kampfeinsatz. Das Cockpit konnte mit Hilfe eines Schiebeknopfes geöffnet und geschlossen werden. Hier sehen wir das Heck des Arwings mit seinen gigantischen Triebwerken. Hier an der Unterseite sehen wir die Batterieklappe für 2 Batterien. Mit Hilfe dieses Knopfes konnte man den entsprechenden Sound auslösen.
In der 1995 erschienenen Version war die Batterieklappe zwar noch da, aber hatte keinerlei Funktion mehr. Ebenfalls an der Unterseite des Schiffes befand sich ein kleiner Hebel, mit dessen Hilfe man das Fahrgestell aus- und einfahren konnte. Hier sehen wir das Cockpit des A-Wings mit entsprechendem A-Wing-Pilot. Und hier sehen wir das Cockpit, wenn die Kanzel geschlossen ist. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Rundflug um den A-Wing. Hier sehen wir das seitliche Zwillingsgeschütz, das man drehen kann. Zu guter Letzt habe ich noch einen Bonbon für euch. 1988 erschien in England ein Computerspiel von Dwight's für den Commodore 64 und 128. Der Commodore 64 war von den 80ern bis Anfang der 90er der weltweit führende Heimcomputer. Dieses Spiel ist heute nahezu unbekannt und diejenigen, wo es haben, geben es wohl nicht mehr her. Auch ich muss es heute Abend wieder in den Tresorraum zurückbringen. In diesem Sinne, zurück zur Redaktion. Leute, seid ehrlich, das war geil. Der A-Wing von 1985 habt ihr bestimmt so noch nicht gesehen. Ein wunderschönes Stück, eine echte Star Wars Rarität. Ich hoffe, euch hat die Sendung heute wieder gefallen. Und tja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss mich jetzt beeilen, ich muss zusammenräumen. Meine Maschine geht nämlich gleich nach Kuba. Und ich muss noch kurz mit dem Wachpersonal reden. Ich möchte mir ein paar Sachen mitnehmen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Jungs, Lust auf ein paar Körner? Gott sei Dank sieht das keiner. Dann hebe ich das. Mensch, jetzt kenne ich das letzte Magazin. Verflucht nochmal. Oh, tja, wir haben ein klein wenig Probleme. Da kommen ein paar Leute, versuchen die Raritäten zu klauen. Tja, ich komme gleich, ja. Sunnycast ist da drüben. Tja, also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Star Wars Fantastic Raritäten. Luft noch mal. Es ist das letzte Magazin, ich habe keins mehr. Wir sind gerade ein bisschen beschäftigt. Da wollen ein paar Sachen sich an.